War noch nichts. Fehlstart. Macht nichts. Nö. Cooler Tisch, ne? Ja, schön. Wir sind wieder mit Dr. Wolfgang Wodak, mit dem wir heute Vormittag gesprochen hatten über den Schweinegrippenuntersuchungsausschuss. Und wir wollen auf dieses Thema jetzt auch gleich nochmal zu sprechen kommen, quasi in einer gewissermaßen einer Abschlussbetrachtung. Zum einen zum Thema, was denn daraus sich als Ergebnis ergeben hat und was für Folgen wir jetzt auch oder was für Schlüsse wir ziehen können für unsere Ausschussarbeit. Da können wir vielleicht gleich einmal anknüpfen. Ja, der Untersuchungsausschuss oder die Enquete des Europarates hat ja einen Bericht ergeben, der dann von der Parlamentarischen Versammlung als Empfehlung an die Regierung weitergegeben wurde. Und da war sehr wohl auch der Appell dabei, dass auf nationaler Ebene die nationalen Gesundheitsbehörden in vielen Ländern ja versagt haben. Sie haben ihre Bevölkerung nicht geschützt vor diesem Fake. Und sie haben ihre Bevölkerung nicht geschützt vor unnötigen, gefährlichen Impfungen. Und es war natürlich auch, ein Kritikpunkt war auch die WHO, deren Beeinflussbarkeit durch Sekundärinteressen gebrandmarkt wurde dort und genähert bezeichnet wurde. Und auch da wurde angemahnt, dass die WHO eben transparenter wird, die Prozesse, die bei der WHO stattfinden, dass die transparenter sind und dass man dort die Pharmaindustrie neutralisiert. Es ist ja so, dass man die Expertise der Pharmaindustrie braucht, wenn man wissen will, ob es Medikamente produziert werden können und dann braucht man das Wissen schon. Aber die sollen ja nicht entscheiden, die sollen da keine Leute hinschicken, die ihre Hand heben denn, und öffentlich-rechtliche wirksame Entscheidungen denn da mit beeinflussen. Die sollen ihr Know-how abgeben, sollen befragt werden. Also dass man das trennt, diese Interessen, das öffentliche Interesse der Gesundheitspflege und das Wirtschaftsinteresse jetzt, irgendwas zu verkaufen. Und das sind also Dinge, die schon wichtig sind. Und ich muss sagen, einige Länder haben wirklich das ganz gut aufgearbeitet, haben das besser aufgearbeitet als wir in Deutschland, wo ich das eben am meisten gehofft hatte. Wir haben uns da praktisch überhaupt nicht drum gekümmert. Da ist nichts passiert und wir haben beim Robert-Koch-Institut waren Leute, die da voll mitgemacht haben bei diesem Kram, die sind da immer noch und das ist nicht so gut. Wir haben ja im Bereich der Impfstoffbeurteilung und der öffentlichen Kontrolle von Impfstoffen sehe ich auch, dass wir dort dass der Einfluss der Industrie größer geworden ist, dass die Industrie es schafft, zeitlich Druck zu machen, dass sie es also schafft, auch die Behörden so zu beeinflussen, dass die auf Sicherheitsstandards verzichten. Und das kann man ja, muss manchmal auf Sicherheitsstandards verzichten, wenn ganz was Eiliges, ganz was Dringendes da. Aber die Behörden haben das zu prüfen und sie haben uns zu zeigen, dass das berechtigt ist, dass sie uns diesen Risiken dann aussetzen. Und das tun sie eben nicht. Und wir haben angesichts der Impfstoffe, die jetzt in der Entwicklung sind, verstehe ich auch die Ethikkommission nicht. Die Ethikkommission, die darauf drängen sollten, eigentlich, dass da Schaden-Nutzens-Geschichten verantwortungsbewusst ausgewogen werden und dass da nicht schon erkennbare Risiken einfach nur eingegangen werden. Ich denke, da zumindest müssten die Protokolle der Entscheidungen der Ethikkommission alle transparent und öffentlich sein. Und da diese Ethikkommissionen ja häufig dann, weil das ja manchmal Studien sind, die gemacht werden, die gesponsert meistens gesponsert sind durch irgendeinen Sponsor, der dann damit auch irgendein Produkt verbindet, was er später mal verkaufen will, dadurch sind häufig diese Ethikkommissionen, die Berichte der Ethikkommissionen Teil des Geschäftsgeheimnisses. Und da muss man schon mal gucken, wie arbeiten die eigentlich, kann man die auch kaufen. Gibt es ja auch privatrechtliche Ethikkommissionen, so ähnlich wie es so private Institute gibt, die Prüfungen abnehmen, die zertifizieren. Und sind, also wie ist da das in Europa? Wie,
Da gibt es auch einen Dumpingprozess. Das heißt, wenn man Dinge zulassen will, dann geht man in das Land in Europa, der EU, wo es also am einfachsten ist. Also bei Ethikkommission steckt nicht immer das drin, was das Label verspricht, sozusagen. Nein, das ist so ähnlich wie mit der Umweltverträglichkeitsprüfung. Mhm. Die können Sie auch kaufen. Ja. Und ich meine, hier hat man ja jetzt auch, jetzt ist ja die Bundesregierung da offenbar eingestiegen bei CureVac, ja, bei diesem Impfhersteller auch selbst finanziell. Das ist natürlich auch vielleicht eine bisschen schwierige Entwicklung vor diesem Hintergrund. Naja, wenn man das so sieht, wenn man das so darstellt und es so den Menschen darstellt, dass man ja was tun muss, damit da einer, der es kann, in Richtung Sicherheit was entwickelt, und dann wäre das ja alles plausibel. Dann würde man das politisch gut vertreten können. Aber da ist die Frage der Notwendigkeit dieser Maßnahme und die Frage des Nutzen-Risikos. Ich verstehe nicht, weshalb wir dieses vorzügliche Institut ICWIC, Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, ein sehr gutes Institut, sehr gute Wissenschaftler, deren Auftrag ist es zu prüfen, die Nutzenprüfung zu machen. Wenn wir zum Beispiel neue Verfahren in der Medizin einführen wollen, dann kriegen die den Auftrag vom gemeinsamen Bundesausschuss oder können auch von der Bundesregierung beauftragt werden, nachzugucken, wie ist das mit dem Verhältnis zwischen Nutzen und Schaden. Und dann setzen die ganze wissenschaftliche Welt in Bewegung. Und das machen sie mit hoher Qualifikation. Also sind inzwischen Vorbild, eigentlich international. So die Arbeitsweise, die Transparenz der Arbeitsweise, wird alles ins Netz gestellt. Und das ist ganz toll, wie die das machen. Wenn solche Institutionen den Auftrag kriegen würde, jetzt den Nutzen, erstmal der Test, die Qualifikation, Das wäre es. Ob der Test so überhaupt was sagt, was er sagen soll, ob der uns nützt oder nicht, beim Herausfinden, ob da was ist, wo wir dringende Maßnahmen unternehmen müssen, dann das wäre eigentlich selbstverständlich. Warum wird das nicht gemacht? Gibt es da eine Erklärung? Ich habe versucht, den im gemeinsamen Bundesausschuss jemanden zu erreichen. Und der Herr Hecken ist eigentlich ein ganz vernünftiger Mann. Und das wäre schön. Oder ich habe auch ich bin ja selbst Patientenvertreter, habe zwar zurzeit kein konkretes Projekt dort, aber ich bin ja im Bereich der Gendiagnostik bin ich ja aktiv als Patientenvertreter. Und daher kenne ich auch so ein bisschen die Leute, und eigentlich die Patientenvertreter sollten da auch, denke ich, die können ja auch sowas anregen, dass solche Prüfungen geschehen. Eigentlich müsste doch jeder ein Interesse daran haben. Vor allem die Kassen. Ja, genau. Die gehen jetzt ins Defizit. Und die sollen das alles bezahlen. Aber wer kann dieses Institut beauftragen? Die Kassen. Die Ärzteschaft. Aha. Könnten wir die auch beauftragen, noch mehr Klarheit zu gewinnen? Die Bundesregierung kann das machen und die Selbstverwaltung kann das machen. Der gemeinsame Bundesausschuss macht das, beschließt das. Die kriegen ihre Aufträge da von den Körperschaften. Und dann gibt es noch ein Gremium, wo man Anregungen geben kann. Da kann man hinschreiben und kann sagen, beantragen. Und dann gibt es so ein Gremium, das guckt nach, ob das Sinn macht oder nicht. Da bin ich übrigens Mitglied in diesem Gremium, das nachguckt, ob das Sinn macht oder nicht. Also von daher ist das eine Möglichkeit, das ist aber ein sehr umständlicher, langwieriger Weg. Dann ist die ganze Hype schon vorbei. Was da passieren müsste, das wäre eigentlich, dass das ICWIC beauftragt wird, jetzt schnell eine Prüfung über die Tests zu machen. Denn das ICWIC prüft zum Beispiel auch, was für einen Sinn hat es zum Beispiel jetzt nach eine Krebsvorsorge zu machen oder ich habe so eine Screening-Untersuchung zu machen. Der Staat kann ja oder die Kassen können ja bestimmte Untersuchungen anbieten, so vorbeugende Untersuchungen. Ja. Ich war drin in dem Gremium, als es um die Screening-Untersuchung auf das Bauchaortenaneurysma ging. Das ist ja eine Ausweitung der Bauchschlagader und die kann platzen, und da weiß man, wenn man das rechtzeitig erkennt, dann kann man das verhindern. Und das ist, aber da gibt es keine Daten bei Frauen, da gibt es nur Daten bei Männern, komischerweise. Und deshalb wird das Screening nur da beurteilt, kann das nur bei Frauen nicht beurteilt werden, wegen fehlender Daten. Und bei Männern sagt man, da sei das häufiger, aber den richtigen Vergleich findet man nicht. Also da gibt's, und das ist alles so, die Weltliteratur ist da bewegt worden, hat man sich angeguckt. Und das macht das ICWIC, solche Sachen.
Die gucken dann wirklich nach, wie ist der Stand der Wissenschaft, wie ist der Stand des Wissens? Die Bundesregierung könnte die beauftragen, die Krankenversicherer könnten die beauftragen, die Ärzteschaft könnten die beauftragen. Das über den gemeinsamen Bundesausschuss können die das machen. Die sitzen ja an den Bänken. Das heißt, die Bank der Ärzteschaft und die Bank der Krankenkassen, die sitzen sich gegenüber und dazwischen die Patientenvertreter, die aber die haben kein Stimmrecht, sondern die können aber Anregungen geben. Und dann kann das beschlossen werden, ja, natürlich. Es scheint doch so zu sein, als würde der Test ein besonders sensibler Bereich sein, auf den es entscheidend ankommt. Denn wenn der Test nicht wirklich funktioniert, ich habe jetzt gelesen von Stellungnahmen, die gehen davon aus, dass es mitunter bis zu 80% falsch ist, was dabei rauskommt. Das hängt von der Prävalenz ab. Ja. Also die Prozentzahl wird immer, wenn da ein falscher Test ist und da sind ohnehin viele negativ, also wo er nicht reagieren könnte, dann wirkt sich das mehr aus. Ob sie 1000 oder 1040 positive Tests haben, ist nicht so tragisch. Aber wenn sie jetzt nur 50 Fälle haben und sie haben dann plötzlich 90, weil sie 40 falsche dabei haben, dann ist die Frage der Prävalenz, wie häufig ist diese Erkrankung? Aber jedenfalls müsste doch ein großes Interesse auf allen Seiten daran bestehen, die Zuverlässigkeit des Tests mal zu überprüfen. Ja, natürlich. Denn darauf basieren ja inzwischen ausschließlich die Horrormeldungen aus den USA. Alle Entscheidungen. Eigentlich von überall. Also ich lese immer nur, dass die positiven oder die Infektionszahlen wieder in die Höhe geschossen sind. Wir haben ja heute gehört, dass das noch nicht mal notwendigerweise Infektionszahlen sind. Und dann ist die nächste Frage, selbst wenn es welche wären, welche Bedeutung hat das, wenn wir wissen, dass weit über 90% sowieso, wenn sie denn erkranken, nur milde oder gar keine Symptome haben. So, also es entscheidet doch alles über alles andere die Zuverlässigkeit des Tests. Also müsste doch auch die Bundesregierung, auch die Krankenkassen, jeder muss ein Interesse daran haben, festzustellen, was steckt dahinter. Die Frage stelle ich mir vor allem deshalb, weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, als Jurist fragt man sich, wenn irgendwelche Rechte ausgehebelt werden, dann will man wissen, wieso. Aber hier geht es um Grundrechte. Und dann will man erst recht wissen, wieso. Das muss sowas von zwingend sein, dass jeder Bürger sofort einsieht, ach ja, ist klar. Und stattdessen haben wir hier das Panikpapier gekriegt. Dass man mit einem Inhouse-Test die Republik lahmlegen kann. Ja, das ist schon merkwürdig. Es ist sehr merkwürdig, ja. Und hinzu kommt ja noch was. Neben dem Panikpapier aus dem Innenministerium haben wir ja auch das Fehlalarmpapier, was jemand geleakt hat. Und dieses Fehlalarmpapier legt im Einzelnen dar, dass es sich bei dieser ganzen Geschichte um einen Fehlalarm gehandelt hat. Wenn wir also zwei solche Papiere haben, das eine Papier scheint dazu zu dienen, die Diskussion gar nicht erst aufkommen zu lassen, sondern mit Panik jede Frage zu ersticken. Das andere Papier hingegen klärt darüber auf, dass es überhaupt keinen Grund gibt, hier Panik zu haben. Wenn wir zwei solche Papiere haben, dann ist es doch noch dringender, aus meiner Sicht jedenfalls, festzustellen, was ist nun mit dem verdammten Test? Ja. Und keiner interessiert sich dafür. Hat es das schon mal gegeben aus Ihrer Erfahrung als Politiker, als Abgeordneter und Mitglied des Europarats, dass alle Parteien übereinstimmend die Augen zumachen und nicht wissen wollen, was los ist und dafür aber in Kauf nehmen? Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, oder in den USA in einem Krankenhaus in einem Monat so viele Selbstmorde wie sonst im ganzen Jahr. Das kann hier nicht wesentlich anders sein. Oder ein Bericht, habe ich bei Plus Minus gesehen, mit Wumms in die Armut, Selbstständige als Hauptverlierer der Corona-Krise. Also die Folgen sind ja nicht einfach nur ein abstrakter Verlust der Grundrechte, sondern wir haben wirtschaftlich und gesundheitlich massivste Folgen durch die Maßnahmen. Also haben Sie das schon mal erlebt, dass sich niemand dafür interessierte, den genauen Hintergrund festzustellen? Nein, in dieser Homogenität der politischen Antwort habe ich das noch nie erlebt. Es gab immer erkennbar kräftige Oppositionen und die Regierung musste sich rechtfertigen. Also in dieser Form habe ich das nicht erlebt. Nee. Ja, also das heißt allerdings, bei der Schweinegrippe war es ja auch so, dass es eine echte politische Opposition in Deutschland auch nicht gab. Also die Rolle der Medien ist da sehr, sehr, sehr stark. Damals auch? Ja, natürlich. Aha. Also wenn in den Medien keine Opposition ist, wenn es keine kritischen Gegenmedien gibt, dann traut sich die Politik das auch nicht. Weil die soziale Kommunikation, die Politik nachher letztlich entscheidet, wie Menschen denken von der Politik,
wenn die Medien sich da einig sind und wenn die Politik ja, vor diese öffentlichen Tatsachen stellen, die sie dann als Wahrheit aufgetischt bekommen, dann ist es unheimlich schwierig für die Politik dagegen anzugehen, weil die Politik strebt nach Macht, Politik will gewählt werden, Politik will es so machen, dass es den Leuten gefällt, damit sie gewählt wird. Das ist nichts Böses, es ist so. Und Macht ist verantwortlich für den Interessenausgleich. Aber wenn dadurch, dass die Problematik, um die es zu entscheiden gilt, so präsentiert wird, dass keiner die Regierung verstehen würde, wenn sie anders handelt, dann wird es für die Regierung und auch für die Opposition ganz schwierig. Ja, eigentlich muss die Problematik doch aus sich heraus erklärbar sein und nicht dadurch erstickt werden müssen, dass man einfach nur sagt, sorgt für Panik, damit keiner Fragen stellt. Ja. Aber das war mir neu. Der Bericht Profiteure der Angst über die Schweinegrippe aus 2009 lief ja im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das war ja eine Arte-Produktion, eine deutsch-französische Koproduktion. Immerhin gab es da jemanden, der sogar sehr, sehr gut recherchiert hat. War das ansonsten auch alles in Anführungsstrichen gleichgeschaltet? Ja, ich glaube, die Hauptinitiative kam aus Frankreich da, weil in Frankreich ist die Diskussion viel intensiver geführt worden als bei uns. Auch jetzt also auch meine Anhörung, ich habe ja im Senat im Palais Luxembourg bin ich ja gefragt worden, wir hatten eine Anhörung. Da war das wäre so, als wäre der Bundesrat mich einladen würde. Also das war eine große Anhörung, hat auch lange gedauert. Und die haben sich mit der Sache so beschäftigt, dass sie wirklich auch sehr, sehr kritisch waren gegenüber den Verantwortungsträgern, gegenüber der Gesundheitsministerin. Mhm. Wie gesagt, die wäre fast geflogen. Sarkozy hätte sie fast abschießen müssen. Mhm. Aber sind denn da handfeste Folgen daraus erwachsen, jetzt auch in Frankreich? Also wenn sich in Deutschland nicht so auseinandergesetzt wurde, wenn Frankreich... Frankreich verhält sich ja nicht anders als die anderen Länder auch. Zurzeit nicht. Nichts Nachhaltiges. Nichts Nachhaltiges, nicht grundsätzlich. Das ist die Frage eben, wer beurteilt die Situation, wer macht die Situation? Macht das die jeweilige Regierung? Das wird sie letztlich ja verantworten müssen, weil alle Gewalt, die bündelt sich ja in der Regierung. Und das ist ja auch richtig so. Die wird demokratisch, theoretisch wird das alles demokratisch kontrolliert und von daher haben die das anvertraut gekriegt. Aber es wäre natürlich gut, wenn Dinge, die unstimmig sind, auch die Regierung kann ja Fehler machen, wenn die Regierung sich damit auseinandersetzen muss, mit möglichen Fehlern, die gesehen werden in der Bevölkerung. Ja. Das heißt, dass es eine Plattform gibt und die ist eigentlich das Parlament, das ist eigentlich die Opposition, die solche Sachen aufgreifen kann und dann im Parlament öffentlich zur Rede steht. Die Regierung muss antworten. Die Opposition kann Fragen stellen, das sind die einzigen, die Regierung zwingen können, zu antworten. Das tut die Opposition aber nicht. Von der hört man nichts, bis auf Kubicki, der einmal kurz den Kopf rausgestreckt hat und gesagt hat, hinterfragt das mal, jetzt ist er wieder weg. Und die AfD schmückt sich damit, dass sie da jetzt diese Lücke für sich instrumentalisiert, ohne selber in der Sache da so viel. Ich meine, vielleicht, es ist ja davon auszugehen, dass spätestens im September so langsam aber sicher das volle Ausmaß jedenfalls der wirtschaftlichen Katastrophe sichtbar wird. Wenn ich Sie richtig verstehe, müssen wir wegen der mehr oder weniger gleichgeschalteten Mainstream-Medien und wegen der ebenfalls desinteressierten Politik nur oder können wir nur darauf hoffen, dass die Öffentlichkeit selber Druck macht. Das wird sie machen, wenn sie unter Druck gerät, durch die wirtschaftlichen Konsequenzen oder sehen Sie einen anderen Weg? Wenn die Medien über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten berichten, dann werden sie das so berichten, dass sie sich selber schön im Schatten halten dabei. Das heißt, die Verantwortung, die Medien haben, die unkritische Haltung, die da jetzt und die einseitige Berichterstattung der großen Medien, die wir beobachten, das ist natürlich ein Fehler. Das ist ein Versagen unserer Medien. Ja, das glaube ich. Die hätten zumindest die Diskussion, die mögliche Diskussion, was wir hier machen im Hinterstübchen, das gehört eigentlich öffentlich diskutiert, so in großen Sendern. Ja. Und ich kriege Tausende von, warum sind Sie nicht da, warum machen Sie das nicht? Ja, früher habe ich das gemacht. Aber heute ist es dadurch, dass man einfach diffamiert werden kann, zack, weg ist man. Ja, ja.
Und das, dadurch schalten sie so ganze Gegner aus. Mich erinnert es wirklich an Sachen, wie wir sie im Europarat gesehen haben, von Ländern, die dann ihre Kritik ausschalten, wie wir sie in osteuropäischen Ländern, oder auch jetzt in Ungarn oder überall, wo so autoritäre Versuche gemacht werden in der Demokratie. Die sind immer auf die Medien gleichgeschaltet. Sind immer die Medien, oder in Italien mit Berlusconi, der 80% der Medien instrumentalisieren konnte für sich. Nicht, da ist, also das ist, da geht die Demokratie kaputt dabei. Das ist, und dann die Selbstregulierung, die in der Demokratie ja möglich ist, in Bezug auf Kompromisse und Lösungen finden, wie man damit zum Wohle der Menschen umgehen kann, wird dann einseitig verformt und wir werden zum Opfer von denjenigen, die sich totlachen über die Demokratie. Ja. Also können wir eigentlich auf der einen Seite nur hoffen, dass der wirtschaftliche Druck, es wird ja die größte Pleitewelle aller Zeiten erwartet, spätestens zum Herbst hin, dass auf der einen Seite der wirtschaftliche Druck so zunimmt, dass immer größere Teile der Bevölkerung sich anfangen, selbst Fragen zu stellen. Auf der anderen Seite müssen wir das auch befürchten, weil diese Katastrophe, kein Mensch weiß, wie das abzufangen ist wirtschaftlich. Ne? Politisch kann ich mir nicht vorstellen, dass man da mit netten Sprüchen noch weiterkommt, wenn das so weit kommt. Ja, man wird Schuldige benennen. Das wird man selbst nicht sein. Ja, wir werden jedenfalls immer noch in Erinnerung haben, wer hier mehrfach seine Meinung geändert hat. Und wenn es was nützt, ja. Wenn es was nützt. Ja. Wir können die ja nicht alle austauschen. Deswegen, und Sie haben auch immer propagiert, man muss eine Brücke offen lassen. Wir müssen in der Lage sein, mit gesichtsverändernder Wirkung zurückzukommen. Sozusagen. Ich sehe voller Zuversicht der nächsten Bundestagswahl entgegen. Und da wollen ja alle wieder gewählt werden. Ja. Und wenn es uns gelingt, die Fragen, die wir behandeln, in die Bevölkerung so zu tragen, dass sie von der Bevölkerung dann auch gestellt werden, von der Masse der Bevölkerung gestellt, von den Medien aufgegriffen werden. Wie stehst du dazu? Willst du uns nochmal diese Masken als Demutsgeste zumuten? Ja. Ja. Oder schützt du uns vor so einem Blödsinn? Willst du uns nochmal diesen gentechnischen Experimenten aussetzen, uns unter Druck setzen? Nicht, wenn ich das höre, Frau von der Leyen sagt, wir werden die Pandemie erst beenden, wenn eine Impfung da ist. Sie ist doch selber Ärztin, oder? Was ist das? Sie ist selber Ärztin. Wer ist wir? Die Macht. Was ist das für eine Haltung? Was ist das für eine Haltung gegenüber der Bevölkerung? Es ist für mich unfassbar. Und dass das einfach so geschluckt wird von den Medien. Wir werden die Pandemie, als wären eine Pandemie von der Per-Regierung beenden kann. Ja. Ja, ja. Ja, es ist enorm. Also im Prinzip ist ja tatsächlich der Weg, also was ja auch Teil unserer Bestrebung hier ist, dass wir tatsächlich diese Fragen, die ja viele in sich tragen, einfach mal öffentlich stellen in konzentrierter Form. Und ich glaube, daraus können sich dann auch für viele Menschen Möglichkeiten ergeben, diese Fragen auch anderen zu stellen, also die Diskussion insgesamt zu eröffnen und eben auch an die Regierung zu stellen. Ich glaube, und das Ziel, um mit dieser Krise, also die Virus oder zeichnet sich ja vielleicht auch in vielen Punkten auch ab, wie auch in dem Papier von Stefan Kohn da aus dem Bundesinnenministerium angesprochen, eigentlich auch die Lockdown-Krise sozusagen, um die zu bewältigen, brauchen wir wirklich alle klugen Köpfe, die wir haben. Ja. Und es gibt sehr viele kluge Köpfe, die da auch schon Ideen vorgetragen haben. Sie sind einer davon, der auch hingewiesen hat auf Themen. Und ich denke, es gibt auch Auswegmöglichkeiten, nur wir müssen einfach hingucken und diese Auswege auch bereit sein zu sehen und können uns nicht verrennen in einer Ecke, aus der es, wie sich hier zeigt, diese Impfstoffproblematik, wir werden das alles auch noch in weiteren Sitzungen auch noch mal näher auf sozusagen molekularer Ebene da noch mal näher beleuchten und so weiter. Aber da zeigen sich ja auf jeden Fall viele Probleme, die man jetzt eigentlich ganz genau diskutieren müsste, so wie man vielleicht vor dem Lockdown hätte diskutieren müssen. Was tut man denn jetzt eigentlich? Was ist sinnvoll? Mhm. Und auch da muss jetzt die ganz genaue Analyse erfolgen, dass man da nicht in die nächste Dramatik hineinläuft. Ja. Und dazu, glaube ich, wird es wichtig sein, das, was Sie als Arzt zwar wissen, aber vielleicht ökonomisch noch nicht ganz sehen, auch wenn Sie es mit einem gesunden Menschenverstand erkennen können, die Folgen, die wirtschaftlichen Folgen auch zu beleuchten. Weil je stärker die einschlagen, desto eher wird, glaube ich, das Interesse der Öffentlichkeit da sein, selbst zu fragen. Die wirtschaftlichen Folgen
sind ja Ursache für gesundheitliche Folgen. Natürlich, ja. Klar, Arbeitslosigkeit macht krank. Soziale Nichts ist so sicher wie der Zusammenhang zwischen sozialer Lage und Krankheit. Ja. Das ist völlig unstrittig. Und wenn man die spanische Grippe sich anguckt, das Elend nach dem Ersten Weltkrieg war der Boden für diese Krankheit, für diese massenhafte Erkrankung. Auf dem Boden dieser schlechten Lebensverhältnisse, dieser desolaten Situation, dieser Hoffnungslosigkeit und dieser Schwäche der Menschen nach dem Ersten Weltkrieg, da kann natürlich viel mehr Schaden entstehen, als wenn die Menschen sich selbst helfen können und als wenn es ihnen gesundheitlich dann eben, als wenn sie stark sind. So. Ein Freund von mir aus Neubrandenburg, wo es so gut wie gar keine Fälle gibt und gegeben hat, hat mir erzählt, gerade weil er wohl nichts sehen konnte, erzählt, es käme ihm vor, wie das, was er ab und zu in Filmen gesehen hat, als würden wir hier in einer Nachkriegszeit unterwegs sein und mit wahnsinnigen Kriegsschäden zu tun haben, bloß hat es überhaupt keinen Krieg gegeben. Also wenn sich das verschärft, dann glaube ich schon, dass auch die Politik Antworten geben muss. Ja, also wichtig ist, und das ist ja ein Teil dieser Arbeit, auch des Ausschusses, wie ich sie verstehe, dass hier der Bevölkerung Argumente gegeben wird, nachzufragen. Ja. Denn in der Demokratie ist es ja so, dass die Bevölkerung diejenige ist, die regiert. Dass sie dazu ein paar Politiker braucht, ist die zweite Sache. Und die wählt sie sich aus. Aber dann soll sie aufpassen, soll sie denen die Fragen stellen. Was macht ihr mit uns? Worauf achtet ihr? Wie wollt ihr sicherstellen, dass wir nicht belogen werden? Wie geht ihr mit der Pharmaindustrie um? Ihr müsst doch wissen, dass die nicht um die Gesundheit, sondern dass die ihre Aktienkurse immer, das müsst ihr doch inzwischen mal gelernt haben. Jedenfalls nach der Schweinegrippe. Ja, ganz viel in der Medizin überhaupt. Oder die Krankenhäuser, die zu Profizientern werden, die privatisiert werden mit Aktiengesellschaften, die Fälle sammeln, die sich freuen, wenn die Betten leer stehen und sie kriegen trotzdem 560 Euro am Tag für ein leerstehendes Bett. Und die ganz viele Betten machen für Corona, obwohl das unsinnig ist und die irgendwo in der Halle stellen und für jedes Bett kriegen sie 30.000 Euro. Das ist doch, da würde man, wenn das jetzt in öffentlicher Verantwortung geht, würde man doch sagen, der Landrat oder der Regierung, der zuständige Politiker für die Gesundheitsversorgung würde das sagen, halt, da brauchen wir unser Geld aber für andere Sachen. Ja, logisch. Aber die nehmen es mit, natürlich. Und da gibt es kein Feedback dann. Die sagen, vielen Dank, das war's, hat sich gelohnt. Wir haben die Leute in Kurzarbeit geschickt und hatten leer stehende Betten. Wunderbar. Und haben Geld gekriegt. Und die Krankenkassen bezahlen das. Ja, das ist ja, das habe ich ja auch im Rahmen der Rückantworten, die sich da aus der Petition ergeben hatten, auch mal zur Frage, was wisst ihr eigentlich über die Bettenauslastungskonstellation? Da kamen ja also die abenteuerlichsten Antworten zurück, also zu einer Zeit, als in den Zeitungen stand, hier, wir sind am Rande unserer Kapazitäten und ich weiß nicht was, kam dann zurück hier, die Chefärzte, oder macht man Mittagsschlaf, ja irgendwie, die spielen Tischtennis in der Mittagspause, die haben die Krankenschwestern, OP-Schwestern sonst immer total im Stress, stehen scherzend vor dem OP-Saal, grüßen freundlich. Also all die Dinge, ja, und auch die, dann natürlich aber auch die Ärzte, die dann zu Hause waren und sich angefangen haben, große Sorgen zu machen, ob die Krankenhäuser das überhaupt überleben. Weil man natürlich bei einer kleinen Institution mit, selbst wenn man dann subventioniert wird durch solche Zahlungen, das reicht ja nicht aus, um das Grundrauschen des Krankenhauses überhaupt finanzieren zu können. Und also all diese Dinge, die sind natürlich, also auch ganz schwierig, auch für die weitere Zukunft, weil wir wollen ja auch nicht eigentlich, also wir haben ja kein Interesse als Bürger, dass jetzt bei uns die Krankenhäuser jetzt alle abgebaut werden müssen oder ganz viele zumachen müssen. Und das, wir wollen nicht in ein Krankenhaus, nur damit es was verdient einerseits, aber wenn wir es brauchen, wollen wir ins Krankenhaus. Und dann soll es funktionieren. Ja. Und nicht, soll es auch nicht der halbe Laden dicht sein aus Gründen einer Pandemie, die gar nicht so wirklich erkennbar ist. Und die sollen es wieder nach Hause schicken, wenn es nicht nötig ist. Ja. Also was wir mitnehmen aus dieser Sitzung ist, glaube ich, erstens, dass es erhebliche Zweifel an der medizinischen, an den angeblich als Tatsachen verkauften medizinischen Umständen gibt. Wir wissen nicht, was mit dem Test los ist. Es ist merkwürdig, dass sich niemand dafür interessiert. Obwohl wir Institute haben, die das könnten. Dass sie nicht beauftragt werden, ist sehr merkwürdig. Ja. Und möglichen Folgen, nicht möglichen, sondern die jetzt schon erkennbaren, aber immer dramatischer werdenden Folgen müssen wir uns genauer angucken. Und das
Da fangen wir morgen mit an, indem wir da im Pflegebereich, Altenpflegebereich gucken, wie hat sich das alles hier ausgewirkt. Ja. Offenbar jedenfalls so dramatisch, dass man es dem Normalbürger schon kaum noch zumuten möchte. Es wird spannend, das zu durchleuchten, ja. Ja. Ich hatte das ja angedeutet, welche Situation, und das ist ja vorher auch politisch im vorigen Jahr Thema gewesen, die Situation in der Pflege, und da hat man ja ganz viel versprochen, was man da ändern will. Aber durch diese Corona-Panik sind ja eben viele Pflegekräfte auch ausgeschaltet worden, sind weg gewesen. Und das war viel schwieriger, die Arbeit, das war alles problematisch. Und vor allen Dingen, sonst ist ja da eine gewisse Kooperation und Durchlässigkeit auch für die Angehörigenhilfe. Das heißt, das ist ja eine unheimliche Erleichterung auch für die Pflege, wenn Angehörige diese Gespräche führen und die Menschen bei Laune halten und aktiv halten, wenn sie kommen dürfen, wenn es Kontakt gibt. Also dieser Kontakt ist gerade für Menschen, die es schwierig haben, ihre geistige Leistung aufrechtzuhalten und immer wieder neu zu trainieren. Mhm. Wir sagen ja, Rehabilitation gehört Teil der Pflege, und Rehabilitation heißt aktivieren, heißt nicht isolieren. Denn die Aktivität, die alte Menschen können, ist reden, mit anderen Menschen kommunizieren, das hält sie wach, und das hat man ihnen genommen. Und wenn sie dann noch wegen Personalmangel sediert werden, wie das, was wir aus einigen Heimen hören, weil nicht genügend da sind, weil zu viele Leute, wenn die alle klingeln und wenn die alle sagen, hier bitte komm mal, Hilfe, Hilfe, und sie kriegen dann Schlaftabletten. Das ist dann allerdings ganz katastrophal, das ist dann kriminell, und da würde ich nicht mal die Pflegekräfte verantwortlich machen, aber die Heimleitung würde ich zumindest schon, das geht nicht, das kann man nicht tolerieren. Denn da nimmt man in Kauf, dass die Menschen auch dann Lungenentzündung kriegen. Das ist ein Riesen, wenn sie einen alten Menschen so sedieren, dass der auf dem Rücken liegend vor sich hinschnarcht und aspiriert, und dann, weil er seine Schluckmuskulatur nicht mehr richtig funktioniert, auch noch, wenn er was zu trinken kriegt, dann möglicherweise aspiriert, dann kriegt er eine Pneumonie, und dann stirbt er, wenn da keiner ist, der da aufpasst. Und das ist, also man kann Menschen ganz schnell zugrunde richten, wenn sie so abhängig sind wie in so einer Heimsituation mit zu wenig Personal. Und das ist sehr gefährlich. Das ist nicht nur in Italien gefährlich, das ist auch in Deutschland gefährlich. Und ich bin froh, dass wir da dann hier drüber reden, dass das hier thematisiert wird. Ich habe da keine Details, aber ich habe lange Pflegeheime besucht. Ich habe selber Gutachten gemacht für die Pflege und bin in vielen Heimen gewesen. Ich kenne den Personalmangel und ich weiß, was die Folgen des Personalmangels sind. Ja, genau, da haben wir morgen sehr interessante Gesprächspartner. Die Adelheid von Stösser ist da, die Pflegeexpertin. Und wir werden auch noch einen Betreuer, der 15 Personen betreut, regelmäßig, also als gesetzlicher Betreuer, werden wir hören, der uns da auch ganz viele Sachen zu sagen kann. Jetzt können wir vielleicht einmal ein bisschen gucken, welchen Themen wir uns insgesamt zuwenden wollen, dass wir das mal hier als kleinen Abriss mal darstellen. Also es geht ja zum einen darauf, dass wir, also wichtig ist, dass wir die auch zu verschiedenen zeitlichen Punkten quasi die Tatsachengrundlage ermitteln. Also und zwar einmal jetzt zum Zeitpunkt der Verhängung der Maßnahmen. Also wie war da die Situation? Durfte man zum Beispiel aufgrund der aus Italien rüberschwappenden Bilder annehmen, dass wir es hier jetzt mit einer ganz besonders dramatischen, nie gekannten Situation zu tun haben könnten? Ja, was waren da die Indikatoren? Gab es da vielleicht schon, Studien, die man schon vom Ausland übermittelt bekommen hat, wo man sich vielleicht auch nochmal abgesichert hat, wo vielleicht Kontakte bestanden, auch von der Regierung mit Stellen, wo man also ein solides Fundament aufbauen konnte. Schon in China. Zu China. Nicht erst Italien. Genau, China und also auch Italien. Was war da los, weshalb nur in einer Provinz? Die Tatsachengrundlage für den Lockdown. Gab es genügend Tatsachen, die das rechtfertigen? Genau, das ist jetzt sozusagen vorab. Wie konnte in einem Land wie China mit 1,4 Milliarden Einwohnern, wie konnte einfach Ende Februar das Ganze beendet werden, das Problem? Vermutlich, weil keine Tests mehr gemacht wurden. Also all die Fragen stellen sich, aber das ist natürlich wichtig, dass wir auch da vielleicht, wir haben auch Fragen gestellt, auch nach Informationsfreiheitsgesetz, also insbesondere auch, ob es da zu den verschiedenen Entitäten im Ausland auch solch enge Kontakte
gegeben hat von Seiten der Bundesregierung, ja, dass die auch sich wirklich auf valide Zahlen aus dem Ausland beispielsweise stützen konnten. Dazu haben wir ja bislang eigentlich auch keine Erkenntnisse. Bislang wird ja immer nur auf das Geschehen in Deutschland verwiesen und dann sozusagen die anschaulich problematische Situation in den anderen Ländern. Das ist ein guter Hinweis, wenn man wirklich ein Interesse daran hat, an der Bewertung und der Schwere der in Anführungsstrichen Pandemie, und dann konfrontiert ist mit Bildern aus Madrid oder aus Spanien oder aus Italien eben, dann müsste man eigentlich, im eigenen Land ist das nicht so zu sehen, dann müsste man eigentlich dahin fahren und müsste sich ganz intensiv darum kümmern, wie erklären wir das unserer Bevölkerung. Ja, also vielleicht auch wirklich ein Gremium entsenden und dann auch zum Beispiel gucken, ob gleich Nachhaken gibt es oder auch mit denen Kontakt aufnehmen bezüglich, habt ihr Obduktionen gemacht, können wir Obduktionsergebnisse sehen, um auch zu schauen, was ist denn das eigentlich, womit wir es da zu tun bekommen. Jedenfalls, wenn wir diese Tatsachengrundlagen überprüft haben, du wolltest gerade sagen, dann muss man auch nochmal prüfen, erstens bei der Verhängung, was haben Sie ein paar Wochen später gemacht? Genau, und dann auch, also wir wissen ja vom Bundesverfassungsgericht, das hat uns ja auch oder hat der Regierung aufgegeben in einer Stellungnahme, dass es so, dass man natürlich immer begleitend zu dem Geschehen permanent weiter evaluiert, was ist denn eigentlich noch erforderlich da eben auch die entsprechenden zum Beispiel Studien durchführt oder was ja mein Anliegen ursprünglich war, diese repräsentative Studie, die man in Wiederholungen macht, um eben zu gucken, haben wir es wirklich noch mit einem dynamischen Ausbreitungsgeschehen zu tun? Ist das ein Testphänomen, das wir da haben? Also eigentlich fortwährend das zu analysieren. Und da würden wir uns eben, das sind dann die statistischen Grundlagen, müssen wir uns anschauen, was lag zu welchem Zeitpunkt vor an Studien und auch die Einschätzung zum Virus selbst, die sich ja auch verändert hat auf der Basis von durchgeführten Studien, also die Gefährlichkeit, wo man ja von dieser Princess Diamond und von verschiedenen anderen Sachen sehen konnte. Über die Zeit hat sich dann eine Einschätzung ergeben, dass das eben doch letztlich eine grippeartige Dynamik hatte, jetzt im Sinne von Mortalität, Letalität. Das ist ja eigentlich inzwischen auch übereinstimmende Meinung. Ja? Und zu welchem Zeitpunkt konnte man das absehen, dass es so ist? Und hätte dann entsprechend, anpassen müssen. Und wer ist man? Wer ist man, Wer muss das? RKI, wessen Aufgabe ist das? Genau, es wäre eigentlich die Regierung. Welche Aufgabe haben die Gesundheitsämter? Welche Aufgabe haben die Länder, damit die Gesundheitsämter das machen können? Und wer fasst das alles zusammen und hat den bundesweiten Überblick? Wer vergleicht Belgien, Holland, Italien, Spanien mit Deutschland? Sind das die Stockholmer? Machen die das richtig? Was kann man da besser machen? Das wäre die Europäische Union. Die haben ja ihre Agentur. Die haben ja das ECDC in Stockholm. Und da muss man sich auch dann mal fragen, was können die machen, damit das schneller geht, damit es transparenter geht und damit das auch eine Bedeutung hat für die Entscheidung in den Mitgliedsländern. Die müssen analysieren, weshalb ist es in Italien so, wie es ist. Ja. Und außerdem ist natürlich, wir haben ja verschiedene Bundesländer, das heißt, es ist ja auch noch dazu so, dass die wiederum für die gesundheitliche Einschätzung für ihr individuelles Bundesland ist ja die Regierung auch zuständig, die jeweilige Landesregierung. Also sie kann jetzt auch nicht einfach sagen, zum Beispiel in Kiel haben wir irgendwie einen Ausbruch und dafür legen wir München lahm. Also das würde jetzt ja auch bei einem, sagen wir mal, Ebola-Ausbruch oder sowas man nicht auf diese Idee kommen. Und das sind auch Sachen, also da wird sich ja auch teilweise, was wir in den Prozessen gesehen haben, eben auch gestützt auf allgemeine Äußerungen vom RKI. Aber letztlich wäre die Landesregierung auch verpflichtet, die Situation herunterzubrechen auf ihr jeweiliges Bundesland. Ja. Und das sind auch Fragen, die sich dann dazu stellen. Und natürlich auch, weil Hauptgrund für diesen ganzen Lockdown war ja, dass man dieses flattening the curve, ja, also diese Kurve abflachen zu lassen, dass man da immer von einer Auslastungssituation, Überlastungssituation der Krankenhäuser ausgegangen ist. Wie war die denn tatsächlich? Da war auch eine Fehleinschätzung der immunologischen Situation. Auch das sollte man nochmal genauer angucken. Denn es hieß ja immer, dass wir eine Herdenimmunität brauchen. Mhm. Und die Herdenimmunität, die wird immer so bei über 60-80% gehandelt. Das ist bei Corona völliger Blödsinn. Das wird nie so messbar sein und nie so erkennbar sein, sondern die Viren, die machen eine solche Immunantwort, dass sie trotzdem nie mehr werden als messbare 20%. Selbst wenn wir nichts machen, haben wir nicht diese, wir haben da, wo gemessen wurde,
wo die Coronaviren gemessen wurden, wo nichts gemacht wurde, wo sie einfach nur beobachtet wurden, wo also eine Herdenimmunität sich bilden konnte. Da haben wir nie Werte, die so hochgehen. Die haben immer bis 20%. Und das Corona reicht. Und das war die Herde. Das reicht aus für die Herdenimmunität. Ja, offenbar. Hat immer ausgereicht. Deshalb, wenn man jetzt sagt, wir brauchen aber eine Herdenimmunität, nur muss 80%, das wäre völlig irrsinnig, das würden wir nie erreichen. Das geht gar nicht. Aber gibt es das denn bei anderen Erregern, dass man solch eine gewaltige, eine völlige Durchseuchung hat? Es gibt Erreger, bei denen können wir das nachweisen, dass es eine Immunität gibt in der Bevölkerung von über 80%. Wenn wir die Masern nehmen zum Beispiel, oder wenn wir, aber die verhalten sich völlig anders. Sie können nicht die Weidenbäume auf der Wiese mit Löwenzahn vergleichen. Das sind biologische Phänomene, die haben ihre Eigenheiten und die haben ihre Eigenheiten der Vermehrung. Die einen sind persistent, wenn sie sich einmal mit Herpes infizieren, also mit Herpesviren infizieren, dann haben sie die ihr Leben lang. Die sind nicht weg. Und bei anderen Viren, die sind weg, die finden sie nicht mehr. Die sind mal kurz vorbeigekommen. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Gut, dann haben wir ja... So, dann haben wir genau die, in dem Zusammenhang ist natürlich auch nochmal die Testthematik sozusagen nochmal ausführlicher zu erörtern, weil die ist ja letztlich die Basis dafür, dass wir überhaupt zu dieser Einschätzung gelangen. Die Leute haben das und haben eben nicht zum Beispiel irgendeine andere Atemwegserkrankung, wäre ja auch theoretisch möglich, ein anderer starker Strang von Influenza, den wir gar nicht in der Form bemerkt haben. Ja, genau. Wie oft hat man überhaupt nach anderen wahrscheinlichen Co-Infektionen geguckt. Genau, da mag es ja auch unter Umständen Co-Infektionen geben, die sich negativ verstärken mit Corona. Ja. Das kann ja auch theoretisch, also diese Sachen, denen würden wir nachgehen. So, dann kommen wir jetzt auf den Punkt der Feststellung der gesundheitlichen Folgen der Maßnahmen, also insgesamt der Folgen der Maßnahmen, also wie hat sich der Lockdown oder auch die verschiedenen, das ist ja die Hauptmaßnahme, aber die auch davor schon vielleicht Absagen von Veranstaltungen oder Maskenpflicht später, also diese Details, wie wirken die sich jeweils aus? Und da haben wir ja eine ganze Reihe Sachen, die ja auch schon mehrfach besprochen worden sind oder immer wieder auftauchen, eben diese verschobenen, nicht durchgeführten OPs, ja, oder auch Reha-Maßnahmen, zum Beispiel der Herr Kusch, der uns als Betreuer da morgen zur Verfügung stehen wird zur Information, der meinte auch schon, allein wenn man unterlässt, eine ordnungsgemäße Fußpflege bei den Leuten durchzuführen, ja, allein dadurch entstehen schon ungeheure Probleme in den Altenheimen. Bei Diabetikern zum Beispiel. Genau, die können nicht mehr laufen oder das fängt eben an, sich da auch abzusterben und so weiter. Also das sind ja alles Folgen. Wenn das jetzt monatelang passiert, haben sie natürlich eine ganz problematische Situation. So, dann die Isolation der alten und der sterbenden Menschen insbesondere natürlich auch. Oder die sich dann eben durch in depressive Zustände geraten sind, einfach lebensmüde geworden sind. Ja. Wie hat sich das ausgewirkt oder können wir da auch eine mögliche Übersterblichkeit feststellen? So dann der Anstieg von Suiziden, von häuslicher Gewalt mit den entsprechenden, sowohl jetzt körperlichen, aber natürlich auch psychischen und auch langfristig psychischen Folgen. Die dann auch ein bisschen genereller gesehen, die gesellschaftspolitischen und sozialen Folgen vom Social Distancing und auch der Maskenpflicht, ja, aus psychiatrischer oder psychologischer Sicht, ja, weil das ja auch für viele Menschen, es gibt ja auch die Maskenbefreiung, die wird ja auch in der Regel nicht, oder die wird nicht einfach so ausgesprochen, wenn sie dann ausgesprochen wird, sondern weil die Leute eben wirklich massive Ängste darunter entwickeln auch gesundheitliche. Ich bin ja Lungenarzt und ich mache Blutgasmessungen routinemäßig und Lungenfunktionsprüfungen bei Menschen. Wir haben Menschen, die haben wirklich Schwierigkeiten zu atmen, die haben einen hohen Atemwiderstand, die kriegen ihren Gaswechsel nicht so richtig, weil in der Lunge schon viel kaputt ist. Leute, die lange geraucht haben, die 40, 50 Jahre geraucht haben, gibt es. Es gibt Leute, die haben eine ziemlich zerstörte Lunge durch das Rauchen. Und wenn die dann sowieso niedrige Sauerstoffwerte im Blut haben, und wenn die dann noch dieses Kohlendioxid immer wieder rückatmen, was durch die Maske dann praktisch dann nicht so schnell genug abtransportiert wird, dann kann es schon sein, dass es bei den Menschen ziemlich zu erheblichen gesundheitlichen Gefährdungen kommt. Und das ist ja nicht nur, dass die dann keine Luft mehr kriegen, sondern dass die können nicht mehr richtig denken, denen wird schwindelig oder da sind auch Leistungseinbußen, auch neurologische Leistungseinbußen, die dann in der Vigilanz zum Beispiel, die dann auftreten.
Und es kann auch sein, dass Leute Angst kriegen, weil sie zum Beispiel, wenn die Nase immer verstopft ist, wenn sie durch den Mund atmen müssen, weil sie Polypen haben, weil sie Deformitäten oder weil sie irgendwas haben mit der Nase, was die Nasenatmung behindert. Und dann müssen sie durch den Mund atmen, das haben sie völlig andere Verhältnisse. Und wenn die sich anstrengen müssen, das sind alle Situationen, wo sie Angst erzeugen. Natürlich können die ihre Maske dann wegnehmen, ja, was soll denn aber die Maske? Mhm. Also da muss man schon sagen, das ist Quatsch, Kinder, die Leute quält ihr. Mhm. Und wenn diese Menschen dann noch nicht mal irgendwie Anzeichen von Symptomen haben, dass sie da irgendwas weitergeben könnten, denn wenn man symptomlos ist, da kann man niemanden anstecken. Das hat ja die WHO jetzt auch zugegeben. Ja, das haben wir jetzt gerade festgestellt. Die haben ja vorher gesagt, da kann man gar nichts bei ihnen merken und trotzdem können sie es weitergeben. Das ist Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Und die WHO hat das zum Glück ja jetzt gesagt. Und das ist einer der Hauptgründe, weshalb die gesunden Menschen alle eine Maske aufsetzen müssen. Und da sollen sie bitte mal jetzt das ändern. Mhm. Man kann sich irren, aber dann soll man die Konsequenzen ziehen. Ja, wenn man die Souveränität hat, die Konsequenzen zu ziehen und sich einzugestehen und den anderen vor allem einzugestehen, dass man einen Fehler gemacht hat, die scheint hier ja grundsätzlich zu fehlen. Ja, und das ist, finde ich, traurig, dass man da auf dem Rechtsweg denn das erstreiten muss. Das finde ich nicht in Ordnung. Mhm. Man alle Ehre die, als Juristen, aber eigentlich müsste die Politik da so vernünftig sein und so einen Quatsch der Bevölkerung nicht zumuten. Ja. Ich meine, zumal es ja auch teilweise in so einer Art Übererfüllung bei manchen Leuten jetzt so ist, dass die sogar beim Autofahren alleine eine Maske tragen. Ja. Also wenn man sich das jetzt vorstellt, wenn Sie das so beschreiben, auch mit dieser Rückatmung. Zur Infektionsgefahr. Ja, ich finde, wenn man merkt, man hat Symptome, egal ob Influenza, Corona, Adeno, Rhino oder was auch immer, wenn die Nase läuft oder so, dann habe ich eine Verantwortung. Dann muss ich als sozialer Mensch mit Verantwortung, da wird ja viel von geredet, da muss ich sehen, dass ich mich so verhalte, dass ich Menschen nicht anstecken kann. Ob ich damit so ein Ding jetzt mich in die U-Bahn dränge oder ob ich lieber zu Hause 3-4 Tage warte, bis das vorbei ist, das ist zwei Sachen. Ich würde es vernünftiger halten, wenn man sowas hat, dass man nicht zur Arbeit geht. Dass Kinder, wenn die eine Rotznase haben, nicht in den Kindergarten gehen, ist nicht erfordert. Die können in den Kindergarten. Kinder, da ist es nicht zu vermeiden. Im Gegenteil, bei Kindern ist es sogar so, wenn die sich im Kindergarten anstecken mit diesen Viren, Atemwegs, die werden nicht schwer krank. Sondern die kriegen ihre Rotznasen, die haben es mal, die schniefen mal eine Zeit lang. Und dann, das ist, als wenn sie zur Schule gehen, als wenn, da wird das Immunsystem ausgebildet, die haben ja noch keine Abwehrkräfte. Die erwerben in dieser Zeit, wo sie mit anderen Kindern zusammen sind, übrigens die Eltern kriegen da auch immer noch mal so ein Training, da erwerben die ihre Immunität, da lernen die das. Da haben sie ihre T-Lymphozyten, die Thymusdrüse ist ja nur bei kleinen Kindern da, die bildet sich ja dann zurück, weil das genau diese Zeit ist, wo das Immunsystem geschult wird. Mhm. Und der Körper ist so gebaut, das Immunsystem ist so gebaut, die warten drauf, was alles in der Welt ist, an Sachen, die sie kennenlernen müssen, damit sie später gut durchs Leben kommen. Und diese Infektionen, die im Kindergarten auftreten, sind nicht gefährlich. Wenn die eine Rotznase haben und die Kinder haben keine Hygiene von sich aus, die schreien sich an oder die umarmen sich oder die machen was und natürlich stecken die sich an. Aber das ist nicht schlimm. Wenn ich als alter Mensch immundement werde, das gibt? Das nenne ich mal so. Mhm. Es gibt ja ein Nachlassen der geistigen Leistungsfähigkeit. Mhm. Und es gibt auch ein Nachlassen des Immungedächtnisses. Mhm. Dass ich die vielen Dinge, die ich mal trainiert habe, als Kind und später, dass das nicht mehr so funktioniert, nicht mehr so gut zusammenarbeitet, dass das nicht mehr kommuniziert. Meine Immunzellen werden taub oder werden schwerhörig. Oder werden blind und können nicht mehr so kommunizieren, wie es erforderlich ist für eine gute Immunreaktion. Ja, dann werde ich als alter Mensch, dann haben die Viren mehr Chancen. Dann können sie mich mehr austricksen. Und das kann man, ich finde das Bild, dass man auch immunvergesslich wird. Und dann macht es Sinn, jedenfalls diesen Teil der Bevölkerung speziell zu schützen. Ja, aber nicht Überforderung schützen, richtig. Ja, aber nicht alles dicht machen. Nein, das haben wir doch die ganzen Jahre zuvor gewusst und haben das auch gemacht. Ja. Das ist doch drin. Denken Sie an meine Mutter, die sagt, komm mir nicht ins Haus. Ja. Das Alte kann man zum Teil selbst und wenn die Menschen das nicht mehr können, dann kann das Pflegepersonal darauf achten. Das ist eine Sache, da muss man keine staatlichen Verordnungen haben und sowas machen.
Als letzten Punkt haben wir hier noch die möglichen Todesfälle durch eine nicht indizierte Medikamentation bzw. Intubierung. Das hatten wir auch schon mal angesprochen. Das wäre natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wie viele Leute sind jetzt eben schwerst krank geworden oder eben gestorben sogar, gar nicht an Corona selbst, sondern an diesen anderen... Es gibt ja eine Dokumentationspflicht und es gibt erstmal eine Meldepflicht für diese Corona-Fälle. Mhm. Und es gibt auch eine Dokumentationspflicht für die Laborergebnisse. Und was mir fehlt, ist einfach, wenn man jetzt Medikamente ausprobiert, die nicht zugelassen sind, nur weil sie für diesen Notfall ausprobiert werden dürfen, dann ist da eine Verpflichtung, dass man das ganz genau registriert, was damit passiert. Das heißt, dass ich, da können wir nicht einfach eine Obduktion machen bei Leuten mit Covid, mit dem positiven Test, sondern wir müssen dann genau dokumentieren, welche Medikamente haben sie genommen. Wir müssen versuchen, Korrelationen herzustellen, ob vielleicht eines dieser Medikamente, die wir zugelassen haben, die vielleicht schädlicher sind als ihr Nutzen. Mhm. Das ist, wenn man sowas macht, wenn man solche Ausnahmegenehmigungen gibt, ist man verpflichtet, das gründlich zu beobachten und hinterher auszuwerten. Auf die Auswertung warte ich noch. Da habe ich noch nichts von gesehen. Es sind schon viele Menschen gestorben. Was haben die für Medikamente gekriegt? Ja, da sind wir, glaube ich, alle gespannt drauf. Ja. In Spanien. Ja. In Italien ist man offenbar weiter damit. Das werden wir dann von den Leuten erfahren, die wir dazu Also ich kenne Spanien werden. Als ein Land, die sehr, sehr schnell und viel zu viel Antibiotika verordnen und nehmen. Und das führt natürlich auch zu Problemen, möglicherweise. Und das Next item on the list. So, dann haben wir die Feststellung der ökonomischen Konsequenzen. Da würden wir uns anschauen, wie das, sagen wir mal, mit der Insolvenzneigung jetzt ausschaut. Also im Moment kann man ja keinen Insolvenzantrag stellen bis 1. Oktober. Ja, das wird ja. Und also das heißt, da wird es natürlich wirklich sehr spannend und da wird es aber jetzt, wir werden da auch mit Insolvenzverwalter auch sprechen und der kriegt auf jeden Fall ja schon von seinen, was er so mitkriegt von Geschäftsbeziehungen oder auch Leuten, die jetzt, da kriegen wir auch noch einen Kontakt zu Leuten, jetzt auch aus einer Bank, ja, der uns da Dinge zur Verfügung stellen wird oder nicht Dinge, also uns darüber berichten kann, wie sich das jetzt bei den Bankkunden auswirkt, ja, wie die eben jetzt vielleicht auch in Bedrängnis geraten, weil die Lieferanten ausfallen, also so Ketten, Lieferketten und so weiter, die da jetzt in Bedrängnis geraten. Dann auch Anstieg Arbeitslosigkeit, Kurzarbeitersituation jetzt, aber man kann ja davon ausgehen, das wird sich dann manifestieren, wenn es eben nicht wieder so schön weiterläuft, wie es vielleicht vorher, vor dem Lockdown war. Und auch die Thematik mit der Staatsverschuldung, die für uns natürlich auch exorbitante Risiken birgt. Ja, wenn hier das Geld jetzt gedruckt wird, ohne Unterlass, um eben diese ganzen Löcher zu stopfen und Zuschüsse hier und da zu geben. Ja. So, das gucken wir uns dann auch ein bisschen nach Branchen an, die da besonders betroffen sind. Und natürlich die ökonomisch-kulturelle Seite, die jetzt insbesondere durch den Niedergang in dem ganzen Kunstsektor ja auch da ist. Also Kunst, Kultur, die Musiker, die nicht mehr auftreten können, diese ganze Geschichte, da sterben ja Industrien. Die Leute sind ja im Moment bereits dabei, umzusatteln, also jetzt eben irgendwas zu lernen mit Computer oder so, wo sie vorher Jazzmusik gemacht haben. Also was das auch wiederum für uns bedeutet oder auch für ganze Geschäftszweige, wo ja wieder Werbeagenturen dranhängen und so weiter. Das greift ja alles ineinander. So, dann haben wir noch, gucken wir uns noch näher an, auch Schäden, die uns jetzt noch drohen können. Einmal die Thematik mit dem Impfstoff, also wo wir aufpassen müssen, rennen wir da jetzt nicht auf dieser Schiene in was rein, was dann noch ganz andere Probleme machen wird. Und da haben wir auch zusätzlich noch Themen, sagen wir mal, datenschutzrechtlicher Natur. Jetzt wird ja im Moment auch durch diese Abstrichentnahme, wird ja auch zugleich das Genom mitgesammelt oder erstmal jedenfalls abgesammelt. Zellen werden gesammelt, ja. Genau, werden ja Zellen gesammelt, daraus lässt sich ein Genom bestimmen grundsätzlich. Was geschieht damit? Ist das sichergestellt, dass damit kein Schindluder getrieben werden kann? Oder entstehen vielleicht sogar auch aus diesen Geschichten so Datenbanken, die dann auch wieder zu weiteren Problemen führen können? Also müssen wir das einfach datenschutzmäßig ganz genau angucken. Wie ist das geregelt und was kann da eventuell auch zum Schutz noch geschehen für die Menschen? Und das Gleiche ist dieses Thema mit der Tracking-App. Also die passiert so, aber ist die nötig? Und was geschieht denn, also eher nicht, scheint sich anzudeuten, was geschieht dann aber damit, wer hat darauf Zugriff? Da gab es ja auch schon ein paar Probleme, also dass da reingehackt werden kann oder eben
also damit, was passieren kann mit diesen Daten, was kann das auch in Bezug auf die Freiheitsrechte bedeuten. Auch Ähnliches, wir erleben es ja jetzt mit diese, bei Gastronomiebesuch wird dann aufgenommen, wer geht denn da hin? Und jetzt ist es ja schon vorgekommen, dass die Polizei sich dann für Ermittlungsarbeiten diese Listen, die eigentlich ja nur für die Corona-Problematik da gelagert sein sollten, dass die Polizei die sich holt und was entsteht daraus für unsere Freiheitsrechte und für auch Verteidigungsmöglichkeiten für die Menschen. So, und dann würden wir uns im Weiteren noch anschauen, dass auch aus Anregung aus dem Schweinegrippenuntersuchungsausschuss, wie sind eventuell auch Entscheidungsstrukturen, ja, was gibt es vielleicht auch für Lobby-Einflüsse, was gibt es für Interessen, die bewusst, unbewusst auch zu bestimmten Entscheidungen führen. Also da wäre ein wichtiges Thema die Medienlandschaft, die eben vielleicht auch in einer Art vorauseilendem Gehorsam oder weil sie sich mit dem gut stellen, mit dem, weil sie Angst hat oder tatsächlich wahrnehmen muss, dass Werbemittel gestrichen werden. Ja? Also wie greift all das ineinander und führt zu dieser Konstellation. Und da würden wir uns dann auch einzelne Personen auch anschauen natürlich. Also zum Beispiel, wenn man jetzt nochmal aus der Schweinegrippe-Thematik kommt, da ist ja auch bemerkenswert, dass es da auch Personen gibt, die in der Schweinegrippe schon aktiv waren und die jetzt wieder aktiv sind. Also teilweise die identischen handelnden Personen. Also zum Beispiel Professor Drosten ist mit von der Partie, auch die Firma, mit der er zusammen den Test da entwickelt hat, TB Molbiolen, mit dem Geschäftsführer Olfert Land, die waren damals vertreten, sind jetzt wieder vertreten. Wir haben auch Ostermann, das ist ja aus Holland jemand, beziehungsweise Osterhaus. Und da ist Frau Kuppmann, ist jetzt quasi seine Nachfolgerin, also das ist auch wieder die gleiche Entität, die da ist. Der Ferguson ist wieder dabei, der diese Horrorszenarien an die Wand gemalt hat in Bezug auf die Schweinegrippe und ist ja jetzt wieder mit so einer Schreckensmeldung hervorgetreten und inzwischen ist er zurückgetreten und hat auch mitgeteilt, dass man auf der Grund dieser mathematischen Formeln, die er da benutzt, eigentlich gar nicht eine seriöse Voraussage machen kann. Ich glaube, dass es auch lohnenswert wäre, sich die Institutionen, die sich um die WHO herum gebildet haben inzwischen, mal genauer anzugucken, die also Zuarbeit machen für die WHO und die dann, oder die WHO benutzen, das, was die WHO macht, benutzen, um ihre eigene Agenda dann entsprechend dann zu formen, mit jeweils eigenen Playern, die da mitmachen. Das sind ja alles PPPs, Public-Private Partnerships, PPPs. Mhm. Und da ist es meistens so, dass dann der Schwanz mit dem Hund wedelt. Mhm. Und Das sich genauer anzugucken, das ist auch lohnend, weil da sind Fehlentwicklungen, die dadurch indiziert werden, weil die Interessenlagen da eben gleich so konzipiert sind und so aneinander stoßen und sich Einflüsse zuschanzen, dass sie ganz stark die Entscheidung auch bei der WHO dann beeinflussen. Und man muss auch gucken, bei der WHO ist es dann, ist die Frage, was sind da für primäre Interessen? Sind es wirklich die Gesundheitsinteressen oder sind es gesundheitswirtschaftliche Interessen, die da eine Rolle spielen? Dass die Pharmaindustrie eine Wachstumsindustrie ist oder Bill Gates scheint ja unheimlich viel auf die Impfstoffe zu setzen, sein ganzes Geld da zu investieren, dass er die ganze Welt impfen will. Ja, wieso verspricht er sich da so viel von? Was hat das für eine, wieso kann er so entscheiden über solche Sachen? Wieso weiß er, dass das so ein Riesenmarkt wird, dass er da seine ganzen Milliarden investiert und unheimlichen Einfluss nimmt auf die WHO und auf diese ganzen Sachen. Der muss da ja ein Geschäftsmodell haben, der muss da ja eine Vorstellung haben, dass sich das auch lohnt für ihn. Und die wird er entwickeln und das wird er nicht mit kurzem Horizont machen, sondern wird er seine Vorstellung haben. Und was kann man tun, damit solche Interessen, die wirtschaftlichen Interessen sind legitim, aber dass sie nicht sich gesundheitlich schädlich für die Menschen auswirken, dass das nicht zu Fehlentwicklungen führt. Dass wir die Kontrolle behalten über diese öffentlichen zu verantwortenden Systeme, die haben wir nicht. Die ist uns offenbar aus der Hand genommen worden jetzt. Und es scheint auch niemand da zu sein, der sich dafür interessiert, stark genug ist, dass sich gegen die Wissenschaftler kriegen wahnsinnige Gelder zur Forschung von Sponsoren. Die Institute würden nicht genug Geld haben, weiter zu existieren. Viele Institute, Universitäten, Universitätsprofessoren müssen Drittmittel ranwerben, damit sie das machen können, damit sie ihre Leute halten können. Das hängt unheimlich viel am Geld. Ja, klar. Und wenn das Geld dann von denen investiert wird für solchen Mist, dann kriegen natürlich auch entsprechend, für solchen Mist wird dann auch Forschungsgeld gegeben. Und dann wird Mist gemacht. Und das wird dann nicht entschieden nach gesundheitlichem Bedarf, sondern das wird dann entschieden nach gesundheitswirtschaftlichem
Interessen. Das wollen wir, da wollen wir die Spur aufnehmen, weil ich bin sicher, dass das auch und gerade für die deutsche Wirtschaft, aber auch für die internationale Wirtschaft, die unter den Folgen leidet und teilweise jetzt wie die Automobilindustrie in die Knie geht, auch für die muss das von Interesse sein, verantwortlich und warum. Ja, wir haben immer wieder solche Fehlentwicklungen. Wir hatten die Fehlentwicklung bei der Energiepolitik, wo wir 30 Jahre lang nur auf Nuklearenergie gesetzt haben und dann diese Schweinerei nachher in der Landschaft stehen haben und nicht wissen, wohin damit. Und wo wir die Sonne vergessen haben, 30 Jahre lang. Und das ist eines, oder wir sehen das in der Agrarbiologie, wo wir die Landschaft zerstören, wo wir industriellen Landbau, wo wir Monopole zulassen. Monsanto gibt es ja jetzt nicht mehr, aber Bayer macht das ja weiter. Also dass man zulässt, dass die Landschaft, dass die Arten weggehen, dass die Biologie verarmt. Dadurch, weil das Ganze industrialisiert ist, weil da die Monopole die Vielfalt zerstören. Vielleicht ist das ja eine der Konsequenzen, die dieser Ausschuss am Ende schaffen könnte, nämlich dass man sich wieder auf das konzentriert, wo es wirklich wichtig ist, überlebenswichtig, Umweltschutz, Kampf gegen die Klimakatastrophe und soziale Gerechtigkeit auf der anderen Seite. Es gibt niemanden außer der Politik und außer den Menschen, die die Politik bestimmen, die der Wirtschaft die Schranken setzen können, in denen sie Geld verdienen kann. Die Wirtschaft soll Geld verdienen, aber wir müssen aufpassen, dass wir ihnen sagen, so hier ist euer Hof, da könnt ihr richtig Kohle machen. Das wollen wir gerne, das macht mal gut, dann zahlen wir das auch gut. Aber nicht so ein Mist, wo sie unsere Gesellschaft schädigen und kaputt machen, weil wir entsorgen uns. Wir geben denen das einfach und kümmern uns nicht mehr drum. Weil es leicht ist. Wir haben gar nicht mal mehr Ahnung. Was ist denn das für ein Gesundheitssystem, wo die Politik keine Ahnung mehr von Gesundheit hat? Wo die ihre Gesundheitsämter abschafft und die Leute alle entlässt und auf minimal noch und alles andere, das läuft dann da, wo Geld verdient wird mit Krankheit. Oder also das unter die WHO der Industrie überlässt. Also das wird teuer. Das wird ganz teuer. Deswegen wollen wir hier das, was wir jetzt gerade mal umrissen haben, Schritt für Schritt überprüfen. Und wenn wir dann am Ende hoffentlich einigermaßen rundes Bild haben, machen wir dazu einen Abschlussbericht. Wir können nicht die Welt retten, aber wir können vielleicht jedenfalls Licht in dieses Dunkel bringen, sodass jeder sich eine eigene Meinung bilden kann, auch für die nächste Wahl. Ja, dass man die richtigen Fragen stellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit einer Wahl alles gelöst ist, aber dass die Bevölkerung so schlau wird, dass sie die richtigen Fragen stellt. Ja. Und dass sich die Politiker der Verantwortung... Dass überhaupt Fragen gestellt werden, das, glaube ich, ist schon mal der erste und entscheidende Schritt. Und je mehr Fragen man stellt, desto mehr Antworten wird es vielleicht geben. Vielleicht gibt es dann auch noch mehr Fragen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, erklären wir die Sitzung für heute für beendet. Und wir treffen uns dann morgen wieder mit allen auch im Netz zur nächsten Sitzung. Und wenn jetzt Fragen, wir werden künftig auch noch stärker auf Fragen direkt aus dem Publikum eingehen. Das haben wir jetzt heute, weil wir erstmal angefangen haben und ein bisschen ein Bild auf oder ein Gesamtbild auch im Vergleich zu der damaligen Situation aufzeigen wollten, heute jetzt noch weniger getan. Schreibt bitte weiter an uns und wir werden auch mit ein bisschen Geduld, weil wir natürlich jetzt sehr, sehr viele Zuschriften bekommen, aber wir gehen allen Sachen nach und nehmen die Fragen auch auf für die weiteren Expertengespräche und werden auch dann auch auf einzelne E-Mails auch eingehen. Aber wir können natürlich im Moment, weil wir so viele bekommen, nicht auf alles ganz, ganz schnell antworten. Also da etwas mit uns nachsichtig sein, das kommt und wir bringen viele Fragen in die Thematik mit rein. Ich freue mich sehr, dass die Juristen sich da zusammengetan haben und die Juristen können gute Fragen stellen und das, auf gute Fragen kommt es an, das ist toll. Ja, wir sind da einigermaßen optimistisch, sonst hätte ich ja auch gleich in Kalifornien auf der Ranch bleiben können und du in Griechenland. Ich bin hier und habe hier Verantwortung und deshalb. Ja, so sehe ich das auch. Okay. Ja, vielen Dank. Wir sehen uns dann morgen wieder. Genau.